Hi, gestern und vorgestern haben wir uns Extreme Programming und Scrum angeguckt. Extreme Programming ja eher als technische Organisationsform für Entwicklerinnen und Entwickler. Gestern Scrum eher als organisatorische Möglichkeit, um sich agil zu formieren. Heute geht es um Kanban. Wir haben gestern gesagt, der größte Kritikpunkt bei Scrum ist, dass es immer noch mit Sprints arbeitet, im Grunde genommen eben nur mit sehr kurzen Sprints, aber dass allein diese Sprint-Denkweise eben gewisse Nachteile mit sich bringt, weil ich eben immer am Ende eines Sprints, weil ich ja vorher plane, wie viel ich schaffen will, das Problem habe, dass ich unter Umständen dieses Sprintziel nicht erreiche und sich dann immer diese etwas unbequeme Frage stellt, wie gehe ich denn damit um? Und ein anderer Ansatz, wie man damit umgehen kann, ist, dass man eben sich von Sprints komplett verabschiedet, dass man eher zu einem Art stromförmigen oder streamingartigen Ansatz kommt und das kann man mit Kanban wunderbar umsetzen. Kanban ist eine Methode, kommt ursprünglich von Toyota aus der Lean Production. Der Begriff Kanban ist zusammengesetzt aus den beiden japanischen Wörtern Kan für Signal und Ban für Karte. Also es geht also um Signalkarten sozusagen und das beschreibt eigentlich auch schon ganz gut, wie Kanban funktioniert. Man hat nämlich mehrere Spalten und mehrere, nennen wir es mal, Schwimmbahnen oder Swimlanes und da werden Karten reingehängt. Und diese Karten wandern dann im Lauf der Zeit durch diese Spalten von links nach rechts. Und die Spalte ganz links könnte beispielsweise sein, die Dinge, die noch zu tun sind. Die nächste Spalte könnte dann sein, die Dinge, die gerade in Progress sind. Die nächste Spalte könnte das sein, was noch zu testen ist. Und dann die Spalte, die ganz rechte Spalte, könnte dann zum Beispiel sein, was erledigt ist. Also das wäre jetzt ein sehr einfaches, sogenanntes Kanban-Board, aber einfach, dass solche Karten sozusagen im Lauf ihrer Verarbeitung von links nach rechts wandern. Wenn jetzt jede Entwicklerin, jeder Entwickler oder jedes Paar von Entwicklerinnen und Entwicklern eine eigene Swimlane hat, dann sieht man auch auf den ersten Blick schon ganz gut, wer arbeitet denn an was und wer ist gerade womit beschäftigt und wo hängen denn bestimmte Aufgaben. Und das sind so Sachen, die kann man, dafür gibt es Unmengen an Tools, da gibt es Trello, das ist im Prinzip das, was auch in den GitHub-Projekten drinsteckt, was auch in den GitLab-Projektboards drinsteckt. Also da gibt es Unmengen an Tools, was man damit machen kann und wie man das entsprechend umsetzen kann. Und jetzt kommt bei Kanban aber noch ein ganz essentieller Faktor dazu. Diese Spalten sind nämlich kapazitätslimitiert. Das heißt, in eine Spalte kann ich nicht unbegrenzt viele Dinge reinhängen. Beispielsweise, wenn ich in der Spalte zum Testen, wenn es nur eine Testerin bzw. einen Tester gibt, ich aber fünf Entwicklerinnen, fünf Entwickler habe, dann können natürlich mehr Karten gerade in Entwicklung sein als im Test. Das heißt, Kanban ermöglicht mir auch, ganz einfach Engpässe zu identifizieren, wo ich eben sehe, okay, an der und der Stelle hängt es, da geht irgendwas nicht weiter und es geht nicht weiter, weil jemand eben mit bestimmten Dingen beschäftigt ist oder weil eine Karte sehr lange braucht und damit kann ich eben sehr schnell identifizieren, wenn mein Prozess nicht so rund und reibungslos läuft, wie er läuft, zum einen, dass er das tut und zum zweiten, woran das eben liegt. In Kanban gibt es natürlich auch wieder ein paar Meetings bzw. ein paar Artefakte, zum Beispiel das Stand-up-Meeting, das ist allen agilen Methoden gemein, dass man sich eben kurzfristig immer wieder in kurzen Abständen und auf informeller und sehr schneller Ebene austauscht, dass man eine Retrospektive durchführt, das ist auch etwas, was in der agilen Vorgehensweise sehr groß geschrieben wird, dass man eine Definition of Done haben sollte, also dass man einmal festlegt, wann ist denn eigentlich so eine Karte wirklich fertig, weil als Entwicklerin oder Entwickler verwechselt man so oft Code-Complete und Feature-Complete, aber ein Feature ist eben nicht dann fertig, wenn es fertig codiert wurde, sondern nur dann, wenn es auch dokumentiert ist, wenn es integriert wurde, wenn es getestet ist und das einmal aufzuschreiben und sich quasi eine Checkliste zu erarbeiten, an der man festmachen kann, okay, jetzt ist etwas wirklich fertig, das ist eine Idee, die in Kanban eben direkt integriert ist mit einer sogenannten Definition of Done. Dass das Ganze eher Stream-basiert ist als Sprint-basiert ist, hat wie gesagt gewisse Vorteile und dadurch kann ich natürlich typische Stream-basierte Metriken auch erfassen, zum Beispiel sowas wie ist denn mein Durchsatz, wie hoch ist die Fehlerrate, wie viele Karten befinden sich gerade als Work in Progress und so weiter und so fort. Das ist eine sehr viel leichtgewichtigere Vorgehensweise als Scrum, weil es insgesamt weniger Artefakte gibt und weil es nicht so eine starre oder beziehungsweise so eine Vorgehensweise eben ist mit verschiedenen Rollen und mit festgelegten Meetings. Also die gibt es, wie gesagt, in Kanban auch, aber eben viel, viel weniger. Und der Grundprozess ist sehr viel einfacher gehalten. Und insofern ist Kanban eine durchaus interessante Alternative. Und die Frage ist jetzt, was nehme ich denn? Beziehungsweise wann nehme ich was? Also schließen sich Extreme Programming und Scrum und Kanban gegenseitig aus? Oder kann man die kombinieren? Und wenn man sie kombiniert, wie sollte man sie kombinieren? Und so weiter und so fort. Und genau mit der Frage, also wann ist welche agile Methode für wen, warum das Richtige, das gucken wir uns morgen am Freitag sozusagen zum Wochenabschluss an. Wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und denkt dran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über neue Videos benachrichtigt werdet.
Und in dem Sinne verabschiede ich mich dann für heute. Macht's gut, bis morgen, bleibt gesund und ciao.